was wäre, wenn Schule, Schulabschlüsse individueller wären? Boah, das wäre viel, viel geiler. Ich finde es besser, weil dann kann man sich, je nachdem, was man irgendwie für später mal im Beruf machen will, in seinem späteren Leben, kann man halt dann einfach besser sich drauf spezialisieren. Das wäre viel, viel besser, meines Erachtens. Ich wette, die Abiture und sowas, die Schnitte, die werden viel besser ausfallen, weil dann dürfte man sich aussuchen, was man macht, und dann würde man nur das machen, was einem liegt oder was einen interessiert. Und nicht, man wird gezwungen, etwas zu machen, weil das Kultusministerium es sagt, dass wir das machen sollen. Ich finde auch so besser. Was wäre, wenn es nur Gesamtschulen gäbe? Also ich glaube, Gesamtschulen sind im Ansatz auf jeden Fall gut. Die Kluft wäre nicht mehr so groß. Weil ich dieses selektive Lernen, dass man sagt, Gymnasium, Realschule, Mittelschule, Förderschule und dann alle Schulwege, die du irgendwie noch machen kannst mit Phosphos, ist alles total kompliziert. Eigentlich, das ist eigentlich mein großes Ziel als Bezirkssprecher. Ich glaube, das ist einfach wichtig, dass wir das ändern allgemein. Das Denken von, ach, ihr seid Mittelschüler, ihr seid doch die Dummen, ach, ihr seid aus Gymnasium, ihr seid doch die Schlauen und Realschüler, ja, die sind halt zwischendrin. Also ich war selber auf der Mittelschule, ich habe Leute kennengelernt, die waren super intelligent, die hätten nicht locker Gymnasium geschafft, und dann gibt es halt Leute auch im Gymi, die vielleicht nicht so intelligent sind, und einfach zu sagen, ihr dürft studieren, die anderen nicht, oder ihr müsst halt 4, 5 Jahre mehr Schule machen, das finde ich einfach traurig, weil ich finde, jeder hat eine Chance. Ja, ich finde es auch echt krass, dass sich Kinder mit 10, 11 Jahren schon entscheiden müssen, ob sie zur Hauptschule oder zur Realschule oder zum Gymnasium gehen, weil ich glaube, dass sich da viele noch verbessern und dann nicht die richtige Schule für sich wählen. Was wäre, wenn du dir eine Rolle in Fuck You Goethe aussuchen könntest? Also Fuck You Goethe ist ein cooler Film. Also es wäre richtig cool. Ich würde fast alles machen, weil es so lustig ist. Und ich glaube, ich wäre Danger. Ich finde Danger richtig cool, und der macht halt einfach irgendwie immer das, was er will, und ich finde es halt echt cool.